Wer ist denn Lucy? Also Sola oder was? Oh, hätte sie fast irgendwie geblockt. 120 Punkte. Also fast Grandmaster, oder? Der Bart sieht gut aus. Spielen wir noch eine Bart. Die Skinreihe ist ultra geil, Luffy. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, der Skin. good luck, Falker. No ghosting, please. Let's have a good game, right? Hahaha, lol. Bisschen Angst vom Lee Sin. Ah, der ist oben. Oh, so close, Mann. Heißt aber, wir haben mit eine Menge Zeit. Kann ich in Mitte was machen? Mal gucken. Ghost Rose, die Ash. Interesting. Oh, nice Solo-Kill von Irelia. Du bist ja, läuft die Lane gut, ne? 4 CS sind wir vorne. Alles, was wir wollen, ein bisschen scalen. Können wir uns nicht beschweren. Ah, Mann, der scheiß Minion-Block war ich geflasht. Ja, wir haben Flash bekommen. Nice. Let's go. Vorletzter Monat. Freue mich, du geile Sau. Verlässt du mich im 69. Verständlich. 69 war immer das Ziel. Das ist löblich. Was ist die Lula Level 6? Okay, Guys. Wir haben ein solides, aussehendes Game bis hierhin. Ich habe jetzt Ult. So, wir gehen mal Base und holen uns so einen schönen Rubinkristall. Der schmeckt uns richtig gut. Weiß immer noch nicht, ich kann mich an dieses Bröki ohne Bröki 1 immer noch nicht so ganz gewöhnen, Leute. Sieht's bei euch aus? Habt ihr euch schon gewöhnt? Bei mir ist es nicht dasselbe. Ich vermisse Bröki 1. Lecker Schmecker. Zahlen hinter dem Namen sind Schmutz. Ja schon, aber Bröki 1 war ja keine Zahl hinterm Namen. Bröki 1 war der Name. Bröki 1-1 wäre die Zahl hinter dem Namen gewesen. Junge, wie lange will ich eigentlich noch gestunt bleiben? Oh shit. Na, das war wohl nichts, mein Freund. Dieser Lulu geht mir auf den Sack. Verpiss dich. Oh, wo kam er denn her? Ist ja kein Ult, um den zu blocken, ne? Okay, Freunde. 8-1, aber gerade ein bisschen die Gegner am Drücker irgendwie, ne? 8 Sekunden haben wir wieder Ult. Ein bisschen Angst, dass wir diven. Jo, das ist auch der Plan von denen. Oh, der Viego Reset-Engel. Oh, da wäre ich sauer, wenn ich die Botlane wäre. Eieiei. Das sieht nach einem FF15-Winkel aus, wenn wir Glück haben. Warum blinkt denn da hinten? Was blinkt denn da hinten in meinem Hintergrund? Oh shit, Krankenwagen bei den Nachbarn. Hoffentlich nichts Schlimmes, Mann. Wenn die Frage, was ist eigentlich aus Elden Ring geworden? Elden Ring haben wir lange nicht mehr angeführt, aber ich will das auf jeden Fall demnächst weiter zocken. Wir sind gerade so wieder so ein bisschen in der Ich-Krieg-Bock-Phase. Kamosen. 1000 Versuche, ja, ich glaube, irgendwie sowas waren wir. Beim Godskin-Duo. 1016, na gut. Ganz liebe Grüße. Ey, Tom, ganz liebe Grüße zurück. Vielen, vielen Dank für den Sub. Oh, jetzt sind wir ein bisschen am Throne hier. Ein bisschen am Throne. Die regiert fürs 1 gegen 3. Alles klar, macht sie auch. Chillig. Ja. Den Gegnern geht's gar nicht gut. Das wäre so der Moment, wo ich ein ganz geschmeidiges FF in den Chat schreiben würde. Ja, vielleicht noch den 5. Wo ist der? Der ist da oben. Das ist ja unfair. Ja, nice. Der ist dann sitzt. Gehen wir nochmal in die Basis. Nochmal einmal resetten, wa? Diego? Oh, die Irelia. Ah, oh, kommt nicht durch, ne? Na doch. Hä? Never take the bad journey, bro. Das ist so ein geiles Item, ne? Radiant ist so ein tolles Item. Has
Wenn wir blockt werden. Nice, Leute. Da geht der weiter, der Climb. 3 Games, 3 Wins. 24 Punkte ist jetzt nicht so geil, wa? Aber wir wollen uns nicht beschweren. Na komm, gebe ich ihm Last Pick von mir aus. So, wir spielen gegen eine Samira, Leute. Wollen wir mal wild für eine Leona gehen? Schöne Leona. Boah, das Artwork sieht so cool aus von dem Skin, ne? Wollen wir mal reingucken, ob wir hier gewinnen. Die haben auch eine kranke Kombo, die Gegner. Mal sehen, was der Skin hier so kann. Scheint AFK zu sein. Da wird doch jetzt schon Remake, oder? Wo ist Alistair? Wir machen hier eine ganz abgefuckte Taktik. Gleich kommt der hierher aus dem Busch. Da ist er. Oh, Leute, da wollte ich, glaube ich, nicht hin. Nice. Oh, der Viego. Aber stimmt, da den Killer bei meinen noch. Wenn ich Samira wäre, wäre ich jetzt auch ziemlich tiltet. Aber geflasht hat sie nicht mehr, die Samira, ne? Die Schicksal einfach akzeptiert, glaube ich. Oh, Alter, übertrieben. Da war greedy der Darius. So, wollen wir deepboarden gehen einmal? Hä? Der hat ja komplett gepennt. Naja, nehmen wir mit. Jetzt hat die Samira den Alistair aber auch sehr hart verkauft. Let's go. Orange ist schöner als Hannover, so sieht's aus. Ich früher ulten sollen. Ja, das Game sieht eigentlich ganz cool aus. 3-0 Xayah, ne? Lecker Schmecker. Ja, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Keine Ahnung, warum die Xayah da ultiert. Oh, hat der eine Hälfte CS vom Jax? Was ist da passiert? Ja, gut, jetzt weiß ich warum. Das sieht nicht so gut aus, das Game. Die Samira ist es echt nicht, ey. Ja, wir kriegen zweiten Drake. It's something. Man kann Darius vielleicht einfach mal aufhören zu sterben. Das wäre super geil. Dann bringst du ein Album raus. Mal gucken. Da hole ich mir Locket, um die Reset zu verhindern. Ja, ja, besser als Locket gegen Viego und Samira. Und kann er aufhören zu sterben? Okay, dickes Shutdown für Syndra. Da will ich eigentlich gar nicht rein. Das ist terrible. Nice, immerhin. Oh, das könnte doch noch gut werden. Oh Gott, das geht doch rein. Okay. Xayah mit dem Big Flank jetzt. Q Auto Tech E. Oh, die will die E, die Kasimira. On my way, guys. Liebe Xayah, sie sind einfach alle Talente. Liebster AC im Team. Echt, ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Meine Xayah sind alles immer absolute Dummköpfe, die immer ihre Ult offensiv benutzen. Nice. Okay, danke. Ich weiß gar nicht, was die so fighten wollen. Der da, wir haben mal Bot, der hat einfach gewonnen. Oh mein Gott, der Aurelion, Alter. Ah, ne, wir können nicht gewinnen gegen Aurelion. Also, Combo ist zu wack dafür. 5 gegen 5 gewinnen wir nicht, aber wir können auch nicht über Zeitlane gewinnen, weil die scheiß Darius 80 CS hat. Schwierig. Bei Item Xayah, I guess, ist to play. Vielleicht können wir Baron fighten irgendwie. Mit einem Catch auf Aurelion. Der hat keine Sonyas. Ich muss den ulten, glaube ich. Also die Samira schnetzt halt auch gut durch mittlerweile, ne? Hö, der hat schon wieder die große Ult? Ah, es war eben nicht mal die große Ult beim Drake-Fight. Oh, na gut. Ja, so kann man seinen Baron auch wegschmeißen. Oh mein Gott. Okay, den Fight haben wir ja gut gemacht hier.
Let's go. Ja, Penta wird nichts, mein Freund. Aber das ist halt auch kommt, die muss, also die müssen halt so in uns reinfliegen. Die haben halt 4 Milis mit Samira. Und der Aurel muss auch sehr close ran. Und wenn da die ganzen Federn sitzen, dann passiert das hier. Nächste Woche nach länger Zeit wieder ein Date, deine 3 allerbesten Date-Tipps. Nicht einpennen im Kino. Das sind meine 3 Tipps für dich. Beste Supports, um die Rolle zu lernen. Boah, ich würde einfach sagen, spiel das, was dir Spaß macht, ganz ehrlich. Mein Tipp wäre zu sagen, dass man Kutscher-Loll-Enjoyer ist. Ja, und wenn du sagst, dass du Kutscher-Loll-Zapp bist, dann ist direkt vorbei. Kannst du eigentlich auch direkt schon heiraten. Seit ich Kutscher-Lois-Zapp bin, läuft mein Pickup-Artist-YouTube-Channel. Ja, das ist super. Der Baron wird jetzt zählen. Rian wird wieder den Baba-Ult haben. Xayah muss irgendwie überleben. Ich muss dafür nichts machen, außer Xayah peelen. Helft uns mal die Wave zu pushen, damit wir dann den Baron-Vision holen können. Okay, auch ihren Flash. Ja, schöner Chunk. Nicht zu viel, ganz entspannt. Geil. Vision clearen. Ja, entspannt euch. Ganz entspannt, ganz entspannt. Front to back, front to back. Und den Viego, schön. Und jetzt den Nash. Und ich werde jetzt noch im Engage mit meiner Ult gucken. Hier. Schade, nicht getroffen. Junge, die Aurelion fickt uns. Große Ultimate raus, ist schon mal halbe Miete. Litten würde ich ungern. Ich glaube, wir gewinnen jetzt einfach gerade. Nice. Ich habe mich extra nicht gezeigt, damit die weiter im Flank bleiben. Ich wusste, dass wir das gewinnen. Chillig. Wohin an der Ult? Wenn die Aurelion eh weg ist vielleicht. Oh, das ist ein Reset. Das ist eklig. Ah, nice. Das ist zu stark. Oh. Sehr gut. Let's go. Schönes Game, Leute. Gewonnen. Sogenannte Kutschcrafter, das bin ich, ja. Nice. Schönes Comeback. Oh, was heißt Comeback? Wir haben ja Botlane hart gesnowballt, aber war zwischenzeitlich dann doch ein bisschen eng. Einfach eine kleine Bot-Diff, ja. Auf ins nächste.